Willkommen zu einem kleinen Real Talk Video. Ganz kurz zu Beginn. Falls ich mich anders anhöre als sonst, liegt das einfach daran, dass ich das Ganze gerade in einem Programm aufnehme, was eigentlich auf professionelle Musikproduktion, also was dafür gemacht ist. Und ich da halt wirklich alles verändere. Alles praktisch, weil es halt auch auf Audioaufnahme ausgelegt ist, dass halt die Stimme, also das Vocal zu einem Track aufnehmen. Dafür ist es halt auch ausgelegt. Und deswegen, und den Spaß werde ich mir nicht entgehen lassen. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Im Titel steht schon Real Talk. Heute soll es einfach mal darum gehen, warum so wenig Videos kommen, so ein bisschen um meine Motivation und wie ihr auch mir mit meiner Motivation helfen könnt. Und wie ihr auch, wenn euch meine Videos gefallen, ist es auch in eurem Sinne, dafür sorgen könnt, dass mehr Videos kommen. Im Moment, einer der Gründe, warum so wenig Videos kommen, sind, dass ich im Moment ziemlich viel mit Paul und Jonas auf Twitch streame. Also ich hatte letztens mal nachgeschaut, im 30-Tage-Dings waren wir sogar auf über 60 Stunden inzwischen. Also wir streamen tatsächlich wirklich viel. Link dazu ist in der Description zu meinem Twitch. Folgt mir, wenn ihr mir nicht folgt, ihr verpasst echt was, es ist echt mega lustig. Also schaut da gerne rein, würde mich mega freuen. Ein anderer Grund ist, ich arbeite wirklich immer viel und lange an meinen Videos. Ein durchschnittliches Wingman mit Videobearbeitung, Audio-Nachbearbeitung und dem Ganzen drum und dran. Also praktisch so das, was man halt, das, was halt immer so bei einem Wingman halt mit anfällt, so was ich halt mache. Bei einem wirklich schnellen Wingman brauche ich dafür 3 bis 4 Stunden. Und bei einem langen Wingman, bei einem aufwendigen Wingman ist nach oben eigentlich keine Grenzen gesetzt. Meine Stream-Highlights, die sind noch nicht online, aber ich meine, es ist eine knapp 1000-Clip-Timeline. Und ich habe da wirklich, ich habe da über 30 Stunden bisher dran gesessen und ich bin noch nicht ganz durch damit. Also, worauf ich hinaus will, ist, ich editiere meine Videos wirklich lang und ich stecke da wirklich Herzblut rein. Und wenn ich dann sage, lasst doch einfach mal einen netten Kommentar da, oder wenn ich sage, kommentiert doch mal, was euch am besten gefallen hat, dann sind normalerweise 0 Kommentare unter dem Video. Die einzigen Leute, die Kommentare schreiben, sind im Normalfall Paul und Jonas, die sich irgendwann mal hinsetzen und irgendwas drunter spammen, ja, was aber halt random ist, das hat nichts groß mit dem Video selber zu tun, so. Und jeder, der selber YouTube oder sowas macht, der wird wissen, dass so ein netter Kommentar, dass einen das einfach ungemein krass motiviert. Und ich kann mich dran erinnern, früher habe ich wirklich echt schlechte Videos gemacht, muss ich einfach mal so sagen. Ich fand, also wenn ich mir die jetzt im Nachhinein anschaue, denke ich mir so, wie konnte ich sowas hochladen? Aber selbst meine damals teilweise Uncut-Videos haben immer ein paar Kommentare gehabt. Das hat mich immer so dran gehalten, dass ich weitermache. Ich möchte halt so versuchen, auch was das immer mal. Ich möchte immer meine Qualität irgendwo verbessern und ich will vor allen Dingen auch nicht so ein 0815-Stuff auf YouTube machen. Das ist auch der Grund, warum ich so diese ganzen Videos, die praktisch so eine Art Lückenfüller war, nicht mehr mache, so was wie PV Pro. Wenn ich ein geiles Match aufnehme, dann schneide ich das immer noch, weil das Gameplay geil ist, so. Aber ich nehme die halt nicht mehr nur, damit irgendwas in der Zeit kommt, wo ich am nächsten Wingman arbeite. Und ich finde es dann halt einfach manchmal ein bisschen frustrierend, wenn ich sage, lass doch einen netten Kommentar da, ich mich dann teilweise 6-7 Stunden hinsetze oder bei manchen Videos auch mal 20-30 Stunden hinsetze und wirklich nur sage, lass doch einfach mal einen netten Kommentar da, dann finde ich es halt echt oft frustrierend, wenn dann einfach 0 Kommentare unter den Videos sind. Ja, das wollte ich einfach mal so loswerden. Ich meine, es ist euch überlassen, ob ihr einen Kommentar schreibt oder nicht. Aber wenn ihr mir eine Freude machen wollt, wenn euch der Stuff, den ich mache, gefällt, dann könnt ihr einfach einen Kommentar da unter einem Video da lassen. Wäre ziemlich ehrenhaft. Oder auch so zum Beispiel, wenn bald auf jeden Fall meine Stream-Highlights onkommen, ich versuche die heute oder morgen fertig zu bekommen, dann kommen die irgendwann die Tage on. Und dann
könnt ihr da einfach zum Beispiel eine Timestamp schreiben, was euch am, welchen Moment ihr am besten fandet oder sowas. So, und ich meine, das ist nun wirklich nicht schwer, einfach eine Timestamp in die Kommentare zu schreiben und zu schreiben, was man daran lustig fand oder sowas. Also irgendwie sowas. Also wirklich, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, wenn euch das Stuff gefällt, den ich mache, dann würdet ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr einfach mal ein paar nette Kommentare unter meine Videos schreibt. Einfach ein, zwei Kommentare und dann bin ich glücklich. Dann bin ich motivierter, mehr Content zu bringen.